Ich bin Alina Reitze, ich bin 16 Jahre alt und ja, ich interessiere mich schon länger für Sachen mit Umwelt und Umweltschutz, aber so wirklich konkret bei Fridays for Future bin ich so grob seit Anfang dieses Jahres und wirklich in der Ortsgruppe Fürstenfeldbruck seit August. Also ich bin Anna Wörlein und bei mir ist es eigentlich genau dasselbe. Also ich habe mich schon länger für Umweltschutz und so weiter eingesetzt, aber bei Fridays for Future jetzt auch seit Anfang vom Jahr und auch seit August, September in der Ortsgruppe jetzt dabei. Ja. Wie viele seid ihr in der Ortsgruppe und ist das aus dem jetzt nur Fürstenfeldbruck oder der Landkreis? Also es kommt darauf an, es ist schon der Landkreis. Zum Beispiel, wir kommen jetzt auch nicht aus Fürstenfeldbruck direkt, sondern halt aus Dörfern. Und man muss halt immer unterscheiden, also wir haben in unseren WhatsApp-Gruppen sind vielleicht um die 300 Leute, aber es kommen natürlich nie alle zu den Streiks. Und diejenigen, die das wirklich aus dem Kern heraus organisieren, sind vielleicht nur so 5 bis 10. Also das ist schon, ja, es sind noch nicht so viele. Also wir würden uns wünschen, wenn noch mehr dann kommen würden. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt nur Jugendliche auch in, also natürlich in der Organisation schon, aber die Leute, die mithelfen, also du warst ja jetzt auch schon mal dabei bei zum Beispiel der Baumpflanzaktion und so, da sind dann auch immer noch andere Leute dabei, auch von anderem Alter und so weiter. Also das kann man eigentlich nie so genau sagen, woher. Also über 18, so wirklich aus unserem Kern, ist jetzt noch keiner. Und ich weiß nicht, wie es 2020 ist, vielleicht ein paar. Und bei uns sind noch welche im Stadtjugendrat. Ich denke, die sind da schon aktiver als wir. Aber das Problem ist halt allgemein, dass wir so viel zu tun haben mit Schule, Fridays for Future. Ja. Und viele wollen jetzt auch nach der Schule erstmal ins Ausland studieren, in der Stadt gehen. Es ist halt so, dass wir basisdemokratisch sind. Also wirklich jeder hat eine Stimme, jeder ist gleichwertig. Das finde ich ist auch das Besondere, genau der Gegensatz zu dieser Hierarchie, wie Sie gesagt haben, wie du gesagt hast. Und es ist halt so, jede Ortsgruppe hat eine Delegierte oder Delegiert, das bin jetzt in dem Fall ich. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt der Chef bin. Es bedeutet einfach nur, jede Woche, jeden Sonntag findet eine Telefonkonferenz deutschlandweit statt, wo ich auch teilnehme, wenn ich Zeit habe. Und die Infos, die ich da bekomme, Diskussionen, die leite ich einfach weiter. Also es gibt so bestimmte Punkte und die leiten es wie so ein Netz weiter. Und dann werden Abstimmungen rumgeschickt, über WhatsApp auch, und dann kann wirklich jeder darüber abstimmen. Und so funktioniert das allgemein. Es ist wirklich ein sehr komplexes System dahinter. Es gibt noch verschiedene Taskforce und für jedes gibt es dann jemand anderes, der zuständig ist. Und wir bemühen uns auch sehr, dass das alles, also es muss immer erst legitimiert werden, dass es wirklich auch mit rechten Dingen zuläuft, dass nicht irgendwas, wie man auch in der Politik, einfach schief läuft und dann eine Person das Ganze übernimmt. Also wenn man jetzt jeden Sonntag in einer Telefonkonferenz ist und jeder Antrag auch eingereicht werden kann und so weiter, dann ist eben die Chance da, dass das Ganze ziemlich verwirrend ist und auch ziemlich zeitaufwendig ist, weil jeder hat seine eigene Meinung und jeder hat seinen eigenen Antrag. Und es gibt eben manche Sachen, die passen nicht rein, werden aber dann trotzdem gehört, weil sie dürfen ja gehört werden. Also ich weiß nicht, ob es für eine Zukunft in unserer Politik jetzt extrem sinnvoll wäre, aber ich glaube, generell durch diese ganze Digitalisierung und so kommt es auch immer mehr rein. Also, dass jeder mal mit jedem so ein bisschen E-Mails austauscht oder sonstiges. Also, ich glaube, das ist jetzt nichts, was man von jetzt auf gleich irgendwie so ändern müsste oder so, sondern ich glaube, es kommt von selber. Ja, ich denke auch, der Ansatz ist prinzipiell, finde ich, sehr gut und ist ein gutes Modell, was dahinter steht. Aber so deutschlandweit in der Politik ist es, glaube ich, praktisch einfach aus Zeitgründen nicht umsetzbar. Es ist einfach so unglaublich aufwendig, wie viel Zeit wir auch da jede Woche reinstecken. Das geht auf Dauer. Also viele stehen kurz vorm Burnout bei Fridays for Future, weil wir so überlastet sind. Kommunikationsweise ist hauptsächlich WhatsApp. Genau, also untereinander auf jeden Fall, weil es halt so das Praktischste ist. Aber wir versuchen halt auch, um möglichst viele wie Sie auch zu erreichen. Wir haben auch, ich glaube, Facebook, wir haben Telegram, wir haben Instagram und wir haben auch, wir haben eine Webseite. Da ist das alles auch verlinkt und eben auch eine E-Mail-Adresse. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie die immer anschreiben. Wäre eigentlich schon mal ganz cool, so einfach, ja, Angela Merkel über WhatsApp anschreiben und sagen, ja, das stört mich, ich möchte das jetzt sofort geändert haben. Es ist das Problem immer, allgemeiner Politik, das ist dann erst da der Antrag hin, dann da, dann muss es genehmigt werden. Bis es mal oben ankommt, ist es schon zu spät sozusagen. Aber ich kann es auch verstehen, weil wenn jeder die Möglichkeit hätte, würden so viele Anfragen ankommen und es wäre einfach eine Masse, die nicht zu bewältigen wäre. Aber es wäre natürlich schon wünschenswert. Was vermisst ihr denn an Fächern in der Schule? Gerade wenn man sagt, was einem helfen würde, jetzt diese Welt doch nochmal vor der Klimakrise zu retten.
Also das Fach gibt es schon. Also Sozialkunde finde ich sehr wichtig, einfach um die Politik zu verstehen. Aber das Problem ist einfach, ich glaube, es ist erst bei uns jedenfalls ab der 10. Klasse und es ist einfach viel zu spät. Die Kinder sollten viel früher in Kontakt mit Politik allgemein kommen und es sind auch viel zu wenige Stunden. Wir hatten eine Stunde die Woche, also eine Dreiviertelstunde und es ist halt nichts. Und ja, es wird einfach viel zu wenig Fokus. Also es wird immer in verschiedenen Fächern so ein bisschen angerissen, aber halt nicht in die Tiefen gegangen und nicht wirklich was thematisiert dazu. Mhm. Auch die meisten Lehrer sind auch jetzt nicht an der Praxis davon fokussiert oder so, sondern die erklären einem halt dann die einzelnen Begriffe, aber zeigen es nicht an der aktuellen Politik und was jetzt bei uns gerade richtig läuft oder schief läuft oder so, sondern sie erklären es halt einfach nur die Begriffe. Ich fände es halt cool, wenn es so ein bisschen praxisorientierter wäre, weil man auch sagt, ja, das macht, weiß ich nicht, Trump gerade für eine, keine Ahnung, Staatsform oder sonstiges oder irgendwelche, dass man halt einfach das Ganze an der aktuellen Politik auch festmacht und nicht nur auf dieses theoretische Schulbuchding geht. Es ist schon so, dass bei Sachen wie zum Beispiel das G8, wo sie sich einfach Hals über Kopf irgendwas ausgedacht haben, umgesetzt haben und wir müssen darunter leiden. Aber die Sache Klimaschutz ist halt was ganz anderes, weil sie hatten genug Zeit. Seit zig Jahren sagen die Wissenschaftler, dass da was schief läuft und die Politiker schieben es immer vor sich her. Und langsam wird es halt echt kurz verknappt. Also langsam haben sie keine Zeit mehr. Und das macht mich selber auch immer so wütend, weil ich, keine Ahnung, ich bin jetzt nur seit 16 Jahren auf dieser Welt. Ich habe es trotzdem verstanden. Wieso können die Politiker das seit 60 Jahren nicht verstehen? Es gibt ja Lösungen. Das ist ja aber sie machen es nicht. Dass man was Neues erfinden müsste. Wir wissen sehr viel, was es für Alternativen gäbe, aber sie werden nicht umgesetzt. Ja, das macht es noch viel schlimmer. Irgendwelche Interessen, würde ich jetzt mal sagen, stecken dahinter, die das verhindern, ohne das jetzt auszudiskutieren. Ja, auch die Bequemlichkeit von dem Ganzen. Ja. Also natürlich, die Leute wollen, man will nicht von jetzt auf gleich aus seinem alten System oder so weiter gerissen werden, weil es halt auch einfach eine Sache von Bequemlichkeit ist. Aber jetzt muss man halt langsam mal was ändern. Genau, um sein Verhalten zu ändern. Von sich selbst aus macht man sowas nicht gerne. Ja. Aber da muss dann eben die Politik kommen und irgendwelche Gesetze, irgendwas den Menschen vielleicht auch zu seinem Glück zwingen, sage ich mal. Weil von selber macht das ja anscheinend nicht. Oder ich möchte jetzt gar nicht sagen, es gibt viele Leute, sie bestimmt oder ihr bestimmt auch, aber die immer schon viel machen. Aber manche Leute, die wollen es einfach nicht, ruhen sich auf ihrer Bequemlichkeit aus. Und ihnen ist es halt egal, dass die Entwicklungsländer darunter leiden und... Oder eure Zukunft einfach zerstört wird. Ja, weil dann sind sie halt nicht mehr da und wir müssen es dann auswählen. Wir achten auf jeden Fall sehr drauf. Zum Beispiel, ich bin noch nie geflogen und ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, weil das heutzutage echt eine Ausnahme ist. Und es ist nicht ganz einfach. Ich musste mich da teilweise auch gegen andere durchsetzen und jetzt sagen, nee, dann nehmen wir doch den Bus. Aber ja, oder allgemein auch, weil wir auf dem Land wohnen und wir sind manchmal echt 1-2 Stunden mit Öffentlichen unterwegs und das nervt sowas von. Oder wir fahren gestern von Critical Mass, ist keine Verbindung heimgefahren, dann sind wir halt mal eine Stunde über 10 Kilometer heimgeradelt. Ging halt jetzt nicht anders. Sowas nimmt man auch in Kauf, aber ich denke, das Problem ist, dass nicht jeder bereit ist, es in Kauf zu nehmen. Richtig. Und da muss man sich erst mal im Kopf die Veränderung wahrnehmen und das auch akzeptieren. Bei mir ist es halt so, ich bin zum Beispiel auch schon geflogen und ich nehme es dann aber auch in Kauf. Ich sage, ich wieg dann halt ab. Kann ich fliegen? Ist es für mich absehbar? Also passt es, dass ich fliege, wenn ich dafür an anderer Stelle verzichte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass mich meine Mutter mal von der Schule abgeholt hat oder so, weil es fährt ein Bus, warum sollte es mich abholen? So, also an der Stelle, ich finde immer, man muss so, wenn man auf eine Sache verzichtet, dann kann man sich auch mal auf der anderen Seite was gönnen, weil es heißt ja jetzt nicht so, dass wir jetzt nur noch irgendwo in einem Wald, in unserem Haus leben sollen und nichts machen, so, sondern ich meine, wir haben ja trotzdem noch ein normales Leben. So. Mhm. Und wenn jeder einfach an einer Stelle so ein bisschen auf irgendwas verzichtet, dann würde es schon reichen. Es wäre schon viel besser, wenn jeder Bio kauft, aber es geht einfach nicht. Also teilweise nicht. Vom Geld her, weil die Bioprodukte noch so teuer sind teilweise. Also manche, es kommt aufs Einkommen dran und auf die Familie, aber es geht schlicht und ergreifend einfach nicht. Und da muss eben wieder die Politik kommen, das irgendwie subventionieren, billiger machen, damit es für alle und nicht nur für die Oberschicht, die sich das dann auch leisten kann, erschwinglich. Die Politiker verstecken sich so ein bisschen hinter dem, was passieren könnte. Aber ich meine, wir sind ja zu 99,999% sicher, dass die Klimakatastrophe eben genauso eintreffen wird. Also warum nicht handeln? Also das ist immer so meine Frage. Also ich zum Beispiel, als ich das jetzt mit den Windrädern gelesen habe, ich dachte mir erstmal so, Entschuldigung, aber warum? Also es ist immer so meine große Frage, warum denken die Politiker, dass man dadurch irgendwas ändern könnte? Oder denken sie sich überhaupt, dass man irgendwas ändern müsste? Das ist immer so
denkt generell eure Generation, dass man daran irgendwas ändern müsste, wenn sie jetzt nicht so umweltpolitisch eingestellt werden? Ich würde Unternehmensspenden kategorisch verbieten. Ja. Das dürfte es überhaupt nicht geben. Und die ganzen Lobbyisten, die in den Ministerien tätig sind oder in der EU, in das Parlament da hineinwirken und auf die Kommission Einfluss nehmen, das sind eigentlich die Schlawiner und die Verbrecher. In Anführungszeichen, ja. Es ist jetzt kein juristischer Begriff. Aber für mich ist es so. Das ist keine freie Marktwirtschaft in dem Sinne. Das ist total gesteuert von Interessen. Ja, ich denke, so mit Parteispenden ist allgemein ein sehr strittiges Thema. Ja. Und allgemein bin ich auch deiner Meinung, dass es Politik oft eine große Show ist. Und was ich vor allem echt lachhaft finde teilweise, dass alle immer so sagen, ja, Fridays for Future, wir finden euch toll. Ihr Jungen engagiert euch für Politik, ihr macht das alles super. Und dann letztendlich machen sie genau das Gleiche weiter, verändern nichts, wollen nur das tolle Image. Teilweise sagt auch die CSU, ja, sie ist eine Klimaschutzpartei, wo ich mir echt denke, ja, schaut euer eigenes Papier da an, das passt halt nicht zusammen. Ja. Und ja, das finde ich dann auch nicht in Ordnung, wenn man sich dann mit unserem Namen und unserem Ruf schmückt sozusagen. Ja. Der Grund, warum wir uns auch so von Parteien fernhalten, ist allgemein, dass wir nicht in die Politik gehen wollen, sondern unser Job ist ja eigentlich nur, die Erwachsenen darauf aufmerksam zu machen. Wir sagen, unser Motto ist ja so ein bisschen, wir streiten, bis ihr handelt. Wir wollen einfach nur diese Aufmerksamkeit und das, was konkret zu tun ist, ist ja dann deren Job. Ja. Das wollen wir gar nicht. Ja. Und deswegen würde ich auch gar nicht erst anfangen mit so Ansätzen, die vielleicht ganz interessant sind, die wie wir uns in die Politik einmogeln wollen und somit was erreichen. Ja. Das sollen die alles schön selber schaffen, finde ich. Ja. Ich finde es einfach nicht gut, dass wir als Leute bei Fridays for Future, wir sind ja auch nur Personen, also ich verstehe nicht, warum wir jetzt sozusagen Leuten sagen müssen, wo es lang geht und so weiter. Wir sind Leute, die darauf aufmerksam machen wollen, dass was schief läuft, nicht Leute, die bessere Argumente haben. Natürlich, gut, wir haben jetzt vielleicht ein paar bessere Argumente, aber in anderen Sichten wieder schlechtere Argumente. Wir sind einfach Leute, die auf dieses eine Problem aufmerksam machen und nicht die Lösungen dazu sofort haben, sondern es gibt ja Leute, die sollen sich diese Lösungen ausdenken, die sind ja extra, haben ja extra diesen Job. Wir haben ja schon alles versucht. Wir haben ja eigentlich der Regierung einen perfekten Plan, eine perfekte Anleitung. Ja. So sollen sie es machen mit unseren Forderungen. Ja. Kohleausstieg bis 2030 oder 100% erneuerbare Energien. Und dann kommt die GroKo und schwächt es alles ab. Ja. Also zum Beispiel, sie sagen halt da nicht 100%, sondern nur 65 erneuerbare Energien. Und von allem so ein bisschen, aber halt weit nicht genug. Und ich verstehe halt nicht ganz, wieso. Wieso sie das dann nicht einfach so durchführen? Wir haben das mit so vielen Wissenschaftlern, auch mit IPCC, haben wir das alles abgesprochen, erforscht und es ist alles belegt. Wieso müssen sie dann wieder ihre Extrawurst machen, nur um Recht zu haben? Also da gibt es eine ganz gute Möglichkeit, eine erste Frage zu stellen. Wer verdient dran? Wer hat Interesse daran? Wenn das jemand ist, der von einem Umweltschutzverband beauftragt ist und nicht mit der Industrie zusammenhängt oder mit Konzernen zusammenhängt, dann ist es für mich glaubwürdiger als jemand, der Konzernwissenschaftler ist, dort Auftragsstudien erstellt. Das ist nie ohne Interessen, das weiß man. Da kann man alles anschauen, ob das Monsanto ist oder und Gentechnik und alles. Das sieht man überall. Es sind die in den Medien hauptsächlich vorkommen, sind die aus der Industrie und den Konzernen. Wo es wichtig ist, was zu verändern, zum einen Mobilität, also dass einfach ausgebaut wird, weil vor allem die jungen Leute reisen unheimlich viel und sind ganz viel unterwegs und wenn das nicht funktioniert, geht halt viel Zeit verloren. Aber auch in Sachen Ernährung, also dass es dann mehr Bio gibt, mehr billigeres Bio, aber auch vielleicht von dem Fleisch ein bisschen weg oder in Richtung eher vegan, von tierischen Produkten mal ein bisschen mehr verzichten. Ich denke, der Fokus wird jetzt aber auch schon immer mehr so ein bisschen auf Minimalismus, so auch mit diesen Tiny Houses, dass man wirklich nur schaut, was brauche ich wirklich? Und es ist gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, finde ich. Man sieht es ja allein daran bei Fridays for Future, wir sind größtenteils unter 18 und so in meinem Freundeskreis hat eigentlich jeder eine politische Meinung, die sich auch von der Erwachsenen unterscheidet und unsere Stimme ist ja eigentlich die, die in der Zukunft zählt, weil wir dann in der Zukunft die Erwachsenen sind, die da was zu tun haben. Wir wollen halt einfach wieder mobilisieren, dahin mobilisieren, weil wir sehen es nicht ein, jetzt einen eigenen kleinen Streik zu machen, weil wir einfach dazu momentan noch zu wenige sind. Auch wenn wir jetzt hoffen, dass sie jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber wir wollen auf jeden Fall wieder eine Fahrt organisieren und auch selber hingehen. Und ja,
Genau, also wir schließen uns dann einfach der Demo in München an, weil die sehr groß ist und natürlich viel professioneller, als wir es hier hinkriegen können. Und ich glaube, es ist effektiver, da ein großes Symbol zu setzen. Und vielleicht, wenn wir haben schon vor, irgendwann mal eine eigene Demo auch in Bruck zu machen, aber das soll dann wirklich einen eigenen Fokus bekommen und nicht so ein bisschen im globalen Klimastreik untergehen vielleicht.